wieder kommen vier neue Ingenieure an. Der Chef begrüßt sie immer noch persönlich. Während in vielen Landesteilen Akademiker wie sie keine Arbeit finden, stellt Marquardt in Tunesien fast täglich neue Leute ein. Das Unternehmen produziert Schaltanlagen hauptsächlich für die Automobilindustrie. Knapp 1000 Mitarbeiter produzieren in der Hauptstadt Tunis, doch von einfachen Tätigkeiten wollen sie weg und sich weiterentwickeln. Wir wollen in Tunesien Kompetenzen aufbauen, außer die einfache, die reine Montagetätigkeit, die Betriebsmittelbau vor Ort aufzubauen, wie eventuell Produktentwicklung, wie IT. Und wir finden in Tunesien genügend qualifizierte Fachkräfte. So wie diese Ingenieure. Nizar Bouazizi arbeitet erst seit einem halben Jahr bei Marquardt. Der 25-Jährige hat in Tunis Ingenieurswissenschaften studiert. Er will sein Land nicht verlassen, im Gegenteil. Es war sein Traum, für einen internationalen Konzern zu arbeiten. Marquardt ist eine deutsche Firma, die für uns wie ein Modell für eine moderne Industrie ist. Gerade am Anfang meines Berufslebens kann ich hier viel lernen. Dabei haben bis zu 100 internationale Unternehmen das Land nach der Revolution verlassen. Zu prekär ist die politische Lage. Die mangelnde Sicherheit lässt Betriebe zum Beispiel nach Marokko abwandern. Hinzu kommt eine hohe Inflation im Land. Die Arbeitslosigkeit hat ein Rekordniveau erreicht. Kaum noch investieren Ausländer derzeit in Tunesien. Darin sieht der Wirtschaftsprofessor Mahmoud Ben Romdane das größte Hindernis für sein Land. Seit Jahren analysiert er die Unternehmenspolitik und arbeitet als Berater. Die wirtschaftlichen Perspektiven sind schwierig. Was wir brauchen, ist das Vertrauen der Investoren. Das gilt sowohl für die tunesischen als auch für ausländische Investoren. Wenn private Investoren wieder zurückkehren, dann gibt es sehr viele Branchen, in denen es sich lohnen würde. Das Unternehmen Marquardt hat investiert. Nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt bauen die Deutschen ein neues Werk. Für 12 Millionen Euro sollen hier neue Arbeitsplätze entstehen. Der Chef Nureddin Yacoubi ist stolz auf den Fortschritt. Er hat das Werk mit aufgebaut. Trotz der angespannten Lage in Teilen Nordafrikas, so sagt er, glaubt er an den Standort Tunesien. Nizar Bouazizi und sein Kollege Slim Besdouri haben inzwischen Feierabend. Die arabische Revolution sehen sie als Chance. Sie wollen ihr Land erneuern. Das Land braucht doch junge Leute wie mich oder Ärzte oder Ingenieure, um die Probleme, die wir haben, zu lösen und die Wirtschaft aufzubauen. Ich möchte auswandern, weil die Situation im Moment sehr schwierig ist. Aber irgendwann will ich zurückkehren, denn meine Heimat bedeutet mir sehr viel. Und selbst wenn ich auswandern würde, bliebe ich nicht für immer in der Fremde. Ich komme auf jeden Fall zurück, um meine Heimat mit aufzubauen. Die jungen Ingenieure sind fest davon überzeugt, dass Tunesien seinen wirtschaftlichen Weg noch finden muss.